Innerer Frieden, wer wünscht sich das nicht? Und dieses Video möchte ich dir zeigen, wie du einen inneren Frieden in dein Leben einbaust. Ja. Ich stelle dir eine Meditation vor, eine Quantenmeditation mit einer Quantensuggestion. Ich werde dir gleich erklären, was das ist, zum Thema innerer Frieden vor. Und das ist eine ganz neue Technologie, die ich entwickelt habe, die dir helfen wird, sozusagen diesen inneren Frieden aufzubauen. Ja. Wir kennen das alle, wir stehen in der Früh auf und wir fühlen uns irgendwie komisch und anders und wie auch immer. Und irgendwann gibt es aber Momente oder Stunden oder Tage, wo wir aufstehen und wir haben einen inneren Frieden in uns und dieser Zustand erinnert uns an unser göttliches Wesen, welches wir sind oder waren, bevor wir hergekommen sind. Und das fühlt sich so gut an, aber diese Peaks sind immer nur so kurz, dass wir uns einfach, dass wir es wieder vergessen. Ja. Und dazu diese Lösung, wo du lernst, wirklich länger in diesen inneren Frieden zu kommen, diesen Zustand zu halten und deine Frequenz sozusagen passiv zu erhöhen. Ja. Und zwar nenne ich das Quantenmeditation mit Quantensuggestion, die hat verschiedene Phasen. Die erste Phase ist, du kommst in eine Trance hinein, hast du eine Induktion, wo du in die Trance hineinkommst und dann eine Versenkung, wo du in tiefen Trance gehst. Im Hintergrund läuft eine Frequenz, die dich darauf vorbereitet, dein Gehirn umzuprogrammieren. Und dann kommst du in der Meditation in eine Quantenwelt rein, also dein Gehirn öffnet sich für neue Möglichkeiten und dann fangen wir mit den Quantensuggestionen an. Ja. Eine normale Suggestion, eine Autosuggestion ist zum Beispiel sowas wie, ich bin im inneren Frieden. Ja. Jetzt kommt aber der kritische Verstand und sagt, naja, du fühlst dich gerade nicht so, als ob du im inneren Frieden bist. Dafür hast du viel zu viele Probleme und das und das und das und das. Ja. Und dann, das heißt, darum sagt man, bei normalen Suggestionen braucht man 90.000, dass das Gehirn das annehmen kann, also sprich ein paar Jahre. Und bei Quantensuggestionen sieht es ganz anders aus, dass wir nehmen dort Bilder und wir nehmen Emotionen und koppeln diese miteinander und programmieren damit sofort das Gehirn um. Und zwar so, dass das Gehirn nichts mehr dagegen, also der kritische Verstand, nichts mehr dagegen tun kann, sondern erst recht das Ganze verstärkt. Ja? Und ich lese dir ein paar Beispiele vor, dass du siehst, was ich meine. Ja? Und zwar, so wie die Sterne am Himmel, die Dunkelheit erhellen, erhellt mein innerer Frieden die Schatten in meinem Herzen und schenkt mir das Vertrauen darauf, dass ich immer von Licht und Liebe erfüllt bin. Also, du hörst schon komplett anders und das Gehirn liebt schon diese Worte. Ja. Wie die Wurzeln eines Baumes tief in die Erde reichen, reicht mein innerer Frieden tief in meine Seele. Und ich vertraue darauf, dass ich immer festen Halt und Stabilität finde. Ja. Und jede Suggestion, ich habe hier 10 bis 15 vorbereitet, die ich dir dann hintereinander sage und dann alle dreimal wiederhole. Das heißt, dein Gehirn bekommt verschiedene Bilder aus verschiedenen Perspektiven, die dann gekoppelt werden mit diesen Emotionen. Und diese dann sozusagen wundervoll umprogrammiert werden. Ja? Ich lese dir noch eine vor, damit du ein Beispiel bekommst. Ja? So wie ein Fluss sanft durch die Landschaft so fließt innerer Frieden durch mich hindurch und umgibt mich mit Liebe und Harmonie. Ja? Und du hörst schon die Physik hinter Quantensuggestionen. Zuerst kommt diese Metapher, der also sprich eine Grundwahrheit, wo das Gehirn sagt, ja klar, so ist es, wie zum Beispiel so wie der Fluss sanft durch die Landschaft fließt oder so wie eine Kerze sanft brennt und ihr Licht verbreitet, wie die Wolken am Himmel vorüberziehen. Das Gehirn sagt, ja klar, so ist es, ja, ist ein Fakt. So fließt innerer Frieden durch mich hindurch. Da kommt dann die Programmierung. Und umgibt mich mit Harmonie und Liebe. Ja. Und wenn du das mehrmals hörst, vor allem die ersten 7 Tage, dreimal am Tag, in der Früh, am Tag und am Abend vorm Schlafengehen, dann wirst du merken, wie dein Gehirn sich langfristig umprogrammiert und wirst schon beim ersten Mal hören, merken, wie sich dein Zustand daraufhin verändert. Und wenn du es regelmäßiger hörst, vor allem in den ersten Tagen, wirst du merken, wie dein Grundverhalten, deine Denkweise sich verändert, wie sich
deine Muster, deine Reaktionen verändern, weil sie darauf programmiert sind, dass du im inneren Frieden bist und so weiter und so fort. Ja. Also eine wundervolle Methode, in 20 Minuten sein Gehirn sehr, sehr schnell umzuprogrammieren. Ja. Vor allem, weil Hypnose gekoppelt wird mit Meditation, mit Frequenzen, mit isochronen und binauralen Beats, mit einer 3D-Technologie, die ich entwickelt habe, und gleichzeitig einer sehr, sehr harmonischen Musik, Melodie dahinter, die genau diese Töne, diese Frequenzen trifft, dass dieser Zustand auch aktiviert wird. Und dann natürlich noch die Quantenmeditation und die Quantensuggestion. Also ich habe dort alles gekoppelt, was man aus der Bewusstseinsforschungsszene, aus der Hypnose, aus dem Hypnosewissen, aus der Studien, was es so gibt, ja. Ich wünsche dir viel, viel Freude damit. Du kannst sie übrigens kostenlos testen, indem du einfach auf die Brainwave 3D-App gehst und dort in der Kategorie Selbstprogrammierung, in der Unterkategorie Selbstfürsorge wirst du diese finden. Ich wünsche dir viel, viel Freude damit und vor allem bin ich gespannt auf dein Feedback, wie es dir geht, ob du was merkst nach deinem ersten Mal hören und nach deinen ersten Tagen, wie es dir ergangen ist und was sich in deiner Welt damit verändert hat. Ja. In dem Sinne, viel Freude und wir sehen uns im nächsten Video wieder.